Es ist der 13. Oktober, Freitag der 13. Oktober. Aber keine Bange, dass Sie an dieser Stelle nicht Susanne Wille begrüßt, hängt nicht mit dem heutigen Unglücksdatum zusammen. Mehr dazu gleich. Mein Name ist Jonny Meyer und es ist meine große Freude, Sie heute durch diese außergewöhnliche Ausgabe begleiten zu dürfen. Guten Abend, es ist 10 vor 10. Heute im Fokus: Arbeitslos, ausgemustert, gar vergessen, Ausgesteuerte in der Schweiz. Was macht die Langzeitarbeitslosigkeit mit den Betroffenen? Wir zeigen zwei persönliche Geschichten. Die Schweiz rühmt sich seit Jahren mit ihrer niedrigen Arbeitslosenquote. Zu Recht. Gemäß den neuesten Zahlen des Bundes liegt der Arbeitslosenanteil bei lediglich 3%. Jedoch, Arbeitslosengelder beziehen kann man maximal 2 Jahre, dann ist Schluss. Man fällt aus der Statistik. Dieser Zustand hat einen Namen: ausgesteuert. Was macht die Langzeitarbeitslosigkeit mit den Betroffenen? Marco Schnurrenberger und Pirmin Roos haben zwei von ihnen begleitet. Isoliert, abgehängt, ausgesteuert. Andreas Knuchel, 58 Jahre alt. Es ist halt immer noch so, dass wenn man auf Stellensuche ist, hat es gegenüber häufig ein bisschen Skrupel, in die Tiefe zu fragen. Und wenn man darüber diskutiert und sagt, ja, Stellensuche und so ist schwierig, dann ändern sie häufig das Thema. Andreas Knuchel, seit bald einem Jahr ausgesteuert. Einst in Führungspositionen. Nun liefert er einmal in der Woche Pakete aus. Denn Arbeitslosengeld bekommt er keines mehr. Die Langzeitarbeitslosigkeit schwer verdaubar. Es läutet ihm plötzlich niemand mehr an, wo vom Geschäft her irgendeine Frage oder einen Wunsch oder etwas hat. Und dann nimmt die Kommunikation gegen aussen, wenn man nichts macht, relativ schnell ab. Und dann braucht man auch schon gewisse, ich sage jetzt, einen starken Charakter. Oder braucht eben auch ein Umfeld, das ihm hilft, das aufzufangen. Es gibt auch eine finanzielle Umstellung. Und die wird dann noch einmal gravierender von denen, die halt einfach von den Arbeitslosen kein Geld mehr kommt. Und dann muss man sich dann nach der Decke strecken und anders organisieren. Das ist so. Das Thema macht betroffen. 10 vor 10 wollte wissen, wie verbreitet ist das Problem? Wir haben vor dieser Sendung eine Facebook-Diskussion lanciert. Das Echo war groß. Bist du heute über 50 Jahre alt, gehörst du zum alten Eisen. Ich schreibe zum Teil 100 Bewerbungen im Monat. Es ist eine Spirale und zerrt an der Psyche und an der Motivation. Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen, seit 2008 werden immer mehr Menschen ausgesteuert. Besonders viele auf einmal waren es 2011, wegen einer Gesetzesrevision. 2012 geht der normale Anstieg weiter. Letztes Jahr wurden fast 40.000 Menschen neu ausgesteuert. Isoliert, an den Rand gedrängt. Silvia Tumler, 56 Jahre alt. Wenn man geht wirklich in ein Loch hinein, wenn wir immer nur absagen, kassiert von diesen Firmen. Immer heisst das Gleiche. Anforderungsprofil passt nicht. Silvia Tumler. Dreimal war sie arbeitslos, zuletzt gar ausgesteuert. Nie hat sie aufgegeben. Heute immerhin wieder Teilzeit berufstätig. Doch die Spuren der schwierigen Zeit, sie bleiben. Ich habe einfach nicht mehr gewusst, finde ich noch einen Job? Was ist an mir? Was mache ich falsch? Ist es wegen dem Alter, ist es wegen meiner Ausstrahlung? Ich weiß es nicht. Ich konnte es nicht nachvollziehen. Aber man hat halt auch nicht mehr unbedingt noch mal Lust, in einer Schulbank hier zu sitzen. In dem Alter, wo ich jetzt bin. Für Ausgesteuerte ist der Weg zurück in die Arbeitswelt schwierig. Innerhalb eines Jahres schafft es jeder Zweite. Nach einem Wiedereinstieg arbeiten Ausgesteuerte doppelt so häufig Teilzeit oder auf Abruf wie der Schweizer Durchschnitt. Auch der Lohn ist tiefer, am deutlichsten bei Führungskräften, die ausgesteuert werden. Finden sie wieder einen Job, verdienen sie nur noch halb so viel. Kommt hinzu, dass Ausgesteuerte regelrecht vergessen werden.
Denn bleiben Ausgesteuerte nicht bei den Arbeitsvermittlungszentren RAF angemeldet, fallen sie aus der offiziellen Arbeitslosenstatistik. Das fühlt sich einfach so an, als gäbe es einem von dem her gesehen nicht mehr. Selbstverständlich als Mensch, als Familienmitglied gibt es mich noch, aber in diesen Statistiken werden wir nicht mehr geführt. Also sind wir dort auch nicht mehr. Und das tut ja häufig auch ein bisschen ein falsches Bild vermitteln. Andreas Knuchel hat noch einen langen Weg vor sich. Mit seinem Lastwagen und bei der Stellensuche. Die meisten Ausgesteuerten sind also nicht berücksichtigt in der Arbeitslosenstatistik. Wir haben bei Oliver Schärli vom Staatssekretariat für Wirtschaft SECO kritisch nachgefragt. Beschönigt der Bund die Arbeitslosenzahlen? Nein, das muss ich ganz klar zurückweisen. Das ist keine Schönfärberei. Unsere Statistik, die monatlich erscheint, ist eine Statistik, die auf Registerdaten beruht. Ausgesteuerte, die getroffen werden, sind nicht mehr in unserem Register. Und da ist keine politische Absicht dahinter. Wir wollen nichts verheimlichen, wir wollen nichts beschönigen. Ausgesteuerte Personen haben die Wahlmöglichkeit, ob sie bei der RAF bleiben wollen. Weiterhin wollen sie von den Dienstleistungen, die der RAF Gebrauch machen. Wir empfehlen das sehr. Aber wir zwingen sie nicht. Eine ausgesteuerte Person kann das RAF verlassen, wenn sie das möchte. Und wenn sie aber auf dem RAF bleibt, ist sie auch in der Statistik drin. Wie viele Personen sind insgesamt ausgesteuert? Wir geben alle paar Jahre wieder Studien in Auftrag geben von uns aus, um zu schauen, was passiert mit Leuten, die ausgesteuert sind und nicht bei der RAF bleiben. Und da gibt es immerhin eine sehr positive Nachricht. Innerhalb von einem Jahr finden 50% von allen ausgesteuerten Personen wieder eine Stelle. Das heisst, der Schweizer Arbeitsmarkt ist selbst für ausgesteuerte Personen nach wie vor hochintegrativ. In diesem Statement habe ich jetzt keine Gesamtzahl gehört. Das wollen wir vertiefen. Dazu begrüße ich im Studio den Publikumsreporter Marco Schnurrenberger, der den Beitrag recherchiert hat. Ja, Marco, gibt es denn die Gesamtzahl tatsächlich nicht? Nein, es stimmt, es gibt tatsächlich keine Gesamtzahl, die wissen wir nicht. Ich habe auch in persönlichen Gesprächen mit den Ökonomen, mit Beratungsstellen, nicht zuletzt auch mit Politikern erfahren, dass das ein Kritikpunkt ist. Und es bleibt eben nicht nur bei dieser Kritik, sondern es gibt jetzt auch politische Massnahmen daraus. Der Nationalrat Franz Grütter möchte ganz konkret die Ausgesteuerten in Zukunft in die Arbeitslosenstatistik mit einberechnen. Und das wird bereits in der Wintersession behandelt. Warum ist es denn so wichtig, die Gesamtzahl Ausgesteuerten zu kennen? Ja, wenn man die Gesamtzahl nicht kennt, hat man keine Transparenz. Man kann das gesellschaftliche Problem nicht einschätzen, wie gross das tatsächlich ist. Und die Kantone und auch der Bund brauchen ja eine gewisse Grundlage, um dann Entscheidungen zu fällen, ob politische Massnahmen aus diesen Statistiken abgeleitet werden müssen. Ich gebe gerne ein konkretes Beispiel, ein aktuelles Beispiel, das ist der Inländervorrang. Im Moment diskutiert man ja über die Hürden, ab wann das Stellenlose oder ab wann das eine Meldepflicht soll gelten für Arbeitssuchende. Und jetzt ist es so, dass wenn wir nicht konkret wissen, wie hoch die Arbeitslosenzahlen sind, weil die Ausgesteuerten suchen auch einen Job, dann können wir auch nicht wissen, welche Branchen das dem Inländervorrang unterstellt werden müssen. Ich möchte zum Schluss noch vom Problem zu den Lösungen kommen. Die Betroffenen haben im Beitrag gesagt, sie fühlen sich vergessen. Was konkret können sie machen in ihrer Situation? Ja, das wollte ich natürlich auch wissen und auch mit den Betroffenen diskutiert. Ich habe aber auch noch mit dem Kanton geredet beispielsweise. Und dort hat es geheißen, dass Leute, die sich weiterhin beim RAF registrieren lassen, auch als Ausgesteuerte, dass die halt deutlich besser wieder in den Arbeitsmarkt hineinkommen. Und das ist natürlich dann schon, man sollte den einfachsten Schritt, den man machen kann, um in den Arbeitsmarkt zurückzukommen, den sollte man gehen oder nutzen. Und ich denke auch, und das habe ich auch mit den Betroffenen erfahren, muss ich sagen, dass es eine Struktur gibt im Alltag, wenn man immer noch in diesem Prozess drin ist, muss aufs RAF gehen. Und ich glaube, dass für Ausgesteuerte jede Form von Struktur eine Unterstützung ist in dieser schwierigen Situation. Danke vielmals, Marco Schnurrenberger. Das war's von der Hallo SRF-Ausgabe von 10 vor 10 und der wahrscheinlich kürzesten SRF-Moderatorinnenkarriere aller Zeiten, nämlich meiner. Nun nehme ich meinen Hut. Es war mir eine Ehre. Gute Nacht.